Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche in meiner Abwesenheit, denn ich bin auf der Leipziger Buchmesse. Wenn ihr wahrscheinlich dieses Video seht, dachte ich ja, ich lade euch das Video schon am Samstag hoch. Bei mir ist es Donnerstagabend und ich drehe diese geile Bücherwoche heute noch ab. Weil erst hatte ich überlegt, ob ich nicht zwei Wochen nächste Woche zusammenfasse, dann dachte ich aber, ach, wer weiß, ob du dich dann noch so dran erinnerst, was du gelesen hast. Aber ja, ich habe drei Bücher gelesen und ein Hörbuch gehört. Leider noch nicht beendet, aber gehört. Und alle drei Bücher sind absolute Highlights. Das kann ich schon ankündigen. Ja, wie man schon sieht, ich war auch beim Friseur pünktlich zur Buchmesse, mussten die Haare ab. Für viele nicht verständlich, wo ich dann so gesagt habe, Mensch, die sind schon ein bisschen lang. Da ernte ich doch oft mal so ein paar kritische Blicke, aber ich finde es schön, dass sie jetzt einfach kurz sind, man wieder da drin rumstoppeln kann. Und in zwei Wochen sehen sie dann genau so aus, wie ich sie wollte. Sie sind tatsächlich eine Spur zu kurz. Aber ja, das ist manchmal natürlich immer nicht so einfach, wann ist zu kurz und wann perfekt. Und sie wachsen aber wieder. Von daher, ich mag ja wirklich die kurzen Haare an mir. Ich, wenn Videos angucke oder Bilder mit langen Haaren, da denke ich immer, oh Gott, das bist du so gar nicht und das bin ich auch nicht. Jetzt können wir alle Klischees über Bord werfen, die es über Frauen mit langen Haaren und kurzen Haaren gibt. Das ist alles total gaga. Jede Frau macht einfach das, was sie will, wie auch jeder Mann mit seinen Haaren macht, was er will. Ja, das konnte man jetzt natürlich nicht übersehen. Ansonsten hatte ich eine sehr schöne Woche, eine sehr vorfreudige Woche. Ich habe jeden Tag so ein bisschen mit meiner Messeplanung zu tun gehabt. Ich habe ja nochmal so ein paar Dinge auch genossen und mich in dieser Vorfreude auch immer so schön gesuhlt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. Und als dann gestern Abend, also Mittwochabend, so meine Planung final war, alles aufgeschrieben war in meinem Zettelchen. Ich habe für jeden Tag so einen Zettel, der perfekt hinter dem Pressepass passt. Pressepass passt? Ja, ich glaube, es war richtig. Als ich das dann fertig hatte, ausgedruckt hatte, ich habe es mir auch einmal abfotografiert, dachte ich, ja Steffi, jetzt geht es los. Und ich freue mich wirklich mega und ich hoffe, dass ihr vielleicht auf Instagram ein bisschen was mitbekommt von meiner Leipzig-Zeit. Und ich möchte ja auch mit meiner kleinen Kamera wirklich ein bisschen mitfilmen und so den ein oder anderen Vlog machen. Es wird jetzt nicht themenspezifisch irgendwie sein. Ich weiß noch nicht, ob ich es in ein Video packe oder zwei, ob ich so eine schnelle Messe mache und eine ausführlichere mit ein bisschen was erzählen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, welche Art Vlog ihr so ein bisschen gerne habt, was ihr euch gerne anschaut. Und ich möchte versuchen, viel daran zu denken, zu filmen. Es wird mir nicht immer gelingen, weil manchmal ist man eben auch so mit dem Herzen dabei, dass man da das nicht durch eine Kamera sehen möchte. Aber ja, genug der Vorfreude. Ansonsten war die Woche wirklich lesereich, weil ich die drei Bücher, die ich gelesen habe, unbedingt beenden wollte, weil alle drei Bücher, beziehungsweise alle drei Autoren zu diesen Büchern, treffe ich in Leipzig und ich wollte alle Bücher gelesen haben und ich habe es geschafft. Heute in der Mittagspause die letzten 50 Seiten gelesen im letzten Buch und dachte mir, Mensch, lesen ist auch manchmal Stress. Aber ich war wirklich im Flow, ich habe keine Serie oder so geguckt, wirklich nur wenig Hörbuch gehört und dafür wirklich exzessiv gelesen. Und alles begann am Wochenende mit dem neuen Buch der lieben Adriana Popescu, Mein Sommer auf dem Mond. Und darauf habe ich mich schon sehr, sehr gefreut, als uns die liebe Adriana das erste Mal von ihren Astronauten erzählt hat. Und ich war so happy, als ich es Samstag in den Händen hielt und dachte, das liest du jetzt direkt. Und ich werde Adriana am Freitag treffen, wahrscheinlich auch noch am Samstag. Und freue mich, mit ihr dann über ihr Büchlein sprechen zu können. Dann habe ich parallel zu dem anderen Buch, ein E-Book gelesen. Palace of Glass, die Wächterin von C.E. Bernard, also theoretisch ist das eine deutsche Autorin. Ich weiß aber nicht, wie sie ihr Pseudonym ausgesprochen haben möchte. Auch ein Buch, ein Start einer Trilogie mit einem sehr schönen Cover, wie ich finde. Auch die Buchrücken, wenn man jetzt schon sieht, wie alle drei hintereinander aussehen, werden sehr cool sein. Und auch dieses Buch war ein absolutes Highlight mit einem kleinen Kritikpunkt, über den wir dann ausführlich, glaube ich, sprechen werden. Und dann, ich muss nichts mehr sagen. Mir hat schon, es funkelt recht schön mit dem Licht. Der erste Teil war Hammer und gäbe es eine Steigerung von Hammer, dann war es Hammer. War der zweite Teil von Seis, von Neil Schusterman, Der Zorn der Gerechten.
hat mich wirklich absolut begeistert, gefesselt und ich habe mich heute Nacht so geärgert. Ich war so müde, ich wollte es beenden. Ich habe gedacht, nein, Steffi, du musst jetzt schlafen und habe dann das Buch mitgezerrt und habe dann heute in der Mittagspause die letzten 50 Seiten gelesen und ja, ich bin verrückt und ja, gehört habe ich weiterhin, das könnt ihr euch sicher denken, ja, die Clifton-Saga, ich bin im fünften Teil, die Wege der Macht von Jeffrey Archer. Ich habe, glaube ich, knapp ein Drittel bisher erst gehört. Ich konnte diese Woche selten hören, weil ich wirklich viel mit Lesen selbst beschäftigt war. Ich habe natürlich so, wenn ich geputzt habe, gebügelt habe, wenn ich im Solarium war, habe ich natürlich gehört. Aber das ist natürlich nicht die meiste Zeit gewesen. Ich habe mich abends wirklich hingesetzt und selbst gelesen oder eben in der Mittagspause gelesen. Da war das Wetter ja nicht ganz so schön und ja, dementsprechend ja, habe ich da ein bisschen gehört, aber eben noch nicht allzu viel geschafft. Ja, und ich denke, wir starten jetzt einfach mit dem ersten Buch, Mein Sommer auf dem Mond von der lieben Adriana Popescu. Wie immer findet ihr alle Buchinfos unten in der Infobox. Mir ist das Buch vom CPT Verlag zur Verfügung gestellt worden. Es ist am Samstag bei mir eingetrudelt und ich habe mich mega, mega, mega gefreut. Und war dann eben in Abwägung, liest du erst den neuen Popescu oder erst den zweiten Teil von Size? Ich habe mich dann für meinen Sommer auf dem Mond entschieden, weil ich auch für Sonntag schon wusste, dass ich dann nicht allzu viel geplant hatte. Mir ging es ja auch letztes Wochenende noch nicht ganz so gut durch das Magen-Darm-Grippchen, was ich letzten Donnerstag hatte. Zum Glück nicht heute. Ja, also für mich heute ja auch Donnerstag. Und da dachte ich, da greifst du dazu, denn ich weiß eigentlich immer, dass die liebe Adriana Bücher schreibt, die ich großartig finde. Und ich verfolge sie ja jetzt schon 2 Jahre. Ich habe ja zu meinem Geburtstag vor 2 Jahren Lieblingsmomente bekommen. Und seitdem habe ich ja gefühlt alles verschlungen, was die liebe Adriana geschrieben hat. Ich glaube, es gibt noch ein Buch, was ich nicht gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich noch nicht auf dem Sub, aber ich denke, das wird auch noch bei mir einziehen. Und ja, das neue Buch ist erschienen und bei mir angekommen. Man sieht hier vorne drauf schon sehr, sehr gelungen unsere 4 Protagonisten, denn wir sind auf der Insel Rügen und wir treffen die liebe Franzi. Und Franzi wird von ihren Eltern in eine Klinik gebracht, denn ja, mit Franzi stimmt ein bisschen was nicht. Sie hat psychische Probleme. Ich würde es jetzt einfach mal allgemein halten, ich möchte nicht zu viel darüber verraten und weil sie selbst das auch erst sehr spät in der Geschichte erzählt, was mit ihr nicht stimmt. Und in dieser Klinik wird sie der Abteilung der Astronauten zugewiesen und unter den Astronauten sind dann eben auch Sarah, Basti und Tim. Und diese 4er-Gruppe kann eigentlich nicht unterschiedlicher von den Charakteren sein und dennoch verbindet sie ein was, sie sind krank, sie wollen gesund werden und ja, sie wollen auch so ein bisschen füreinander stark sein und da sein. Und das ja, ist im Grunde so ein bisschen die Geschichte. Wir erleben eben so aus verschiedenen Perspektiven den Genesungsverlauf, die Krankengeschichte rückblicken, das Miteinander. Wie sieht jeder der 4 so ein bisschen ja, seine Rolle in der Geschichte, seine Rolle an diesem Ort und das auf wundersame Art und Weise mit Tiefgang, mit Emotionen, mit Charakteren, die so zum Anfassen sind, als wären sie aus unserer Mitte entsprungen, aber eben auch mit all diesem Charme, den Adriana ihren Charakteren immer, immer wieder gibt. Und man merkt, dass die liebe Adriana eben auch ein Bücher- und Film-Junkie ist, denn wer es vielleicht in der Insta-Story gesehen hat, ich habe so ein bisschen was immer gepostet von den Überschriften. Es geht zum Beispiel los, dass Hogwarts ein Thema ist. Dann haben wir auch Loki Laufeyson, der ja ein Gott in der nordischen Welt ist. Wir haben den, ich glaube, Mythologie, in der nordischen Mythologie. Wir haben den sprechenden Hut. Houston, wir haben ein Problem, The Incredible Hulk und wir haben ganz viele Anspielungen auch in der Geschichte und das ist so geil, wenn man eine entdeckt und sie passt und ich mochte bei Adriana ja schon immer, dass sie ihre Charaktere so reden lässt, wie ich es auch tue. Also dafür kann Adriana nichts, aber auch ich bin jemand, der in seinem umgangssprachlichen Gespräch
Hat das Sinn gemacht? Eben Filmzitate bringt, Serienzitate, Buchzitate, Titel um sich wirft. Es war letztens so ein schöner Spruch, ich glaube irgendwie auf Instagram, wenn man irgendwo ein Schiff tuten hört, dann denke ich nicht an ein Schiff, sondern oh, Boromirs Horn. Und ja, genau so jemand bin ich. Und Adrianas Charaktere machen das im Grunde so wie ich. Und ich finde so viel von mir in diesen Charakteren. Und ich erkenne so viel Gefühl und Emotion und Echtheit. Und man hat so den Eindruck, sie springen gleich aus diesem Buch. Und die Gespräche, das ist wirklich was, was Adriana perfekt kann. Die packen einen, die nehmen einen mit, die Dialoge sind ausgereift, echt. Und sie passen einfach immer in die Situationen, in die Geschichten. Und spätestens als CR7 hier auftauchte, für alle, die es nicht wissen, es geht darum um Cristiano Ronaldo, der bei Real Madrid eben die Nummer 7 auf dem Trikot hat. Ich bin ja ein großer Fan dieses Fußballers. Und ja, dafür kann mich jetzt jeder hassen. Es ist mir Wurst. Fand ich so geil. Ich sitze da drin und man entdeckt all diese Kleinigkeiten, die aber in Fülle so perfekt sind und so echt einfach sind. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Ich habe es geliebt. Ich fand die Wendungen darin toll. Ich mochte die Entwicklung der Charaktere. Ich habe mitgefiebert. Ich wollte mehr wissen. Ich wollte die kennenlernen. Ich wollte dabei sein. Und spätestens als dann auch noch aus dem Film mit Robin Williams, der Club der toten Dichter, mein Captain zitiert wird, ich bin da total drin. Man hat wirklich so das Gefühl, man ist in der Geschichte und Adriana hat einfach einen grandiosen Schreibstil. Und ich weiß gar nicht, wieso ich sie nicht schon viel früher gelesen habe, warum ich da ein Geburtstagsbuch gebraucht habe. Vielen lieben Dank, Miri, für die Entdeckung. Ja, es ist einfach Hammer. Ich finde, jeder sollte dieses Buch lesen. Egal, ob es jetzt ein Jugendbuch im Grunde ist oder Erwachsenes, es hat absolut Open End. Denn die Dinge, die darin unsere Charaktere beschäftigen, die beschäftigen uns auch im wahren Leben. Und wer da vielleicht nicht weiß, wie er damit umgehen kann, soll, muss, wie sich das anfühlt, was man da tun kann, der greift einfach dazu. Ich fand es großartig. Es hat mich wirklich berührt. Es hat mich zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Weinen, zum Ha gebracht. Und ganz viele Emotionen. Und am Ende war ich gleichermaßen traurig wie froh und hatte ein lachendes und ein weinendes Auge. Einfach weil die Geschichte vorbei war und so viele Emotionen frei geworden sind. Und dann habe ich mich doch darüber gefreut, dass diese Geschichte mich so berührt hat. Und ein absolutes Highlight. Es war wieder großartig und ich freue mich wirklich sehr, Adriana zu treffen und ihr das alles in Kurzfassung entgegenzuwerfen. Und ja, ich freue mich wirklich sehr. Und ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Und es ist auch so schön innen gestaltet, dass wir hier immer so ein bisschen diese Schwalben, ich weiß nicht, ob ihr es seht, diese Schwalben haben, die auch hier vorne drauf sind. Und wir haben die Schwalben auch hinten drauf. Und es ist einfach perfekt und es ist wirklich ein Traum und es ist eine absolute Empfehlung und ja, schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Das nächste Buch geht dann in eine ganz andere Richtung, aber war nicht minder gut. Und zwar Palace of Glass, die Wächterin von C.E. Bernard. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Es ist der Auftakt der Palace-Saga, ist mir vom Verlag zur Verfügung gestellt worden. Der zweite Teil, ich glaube Palace of Silk, wird im Mai erscheinen und der dritte Teil ist für Juni angedacht. Also so gefühlt alle 2 Monate ein Teil, was ich perfekt finde, weil ich wirklich glaube, mit Trilogien, die da so Jahre gefühlt dauern, da lockt man mich selten so davor und dazu. Und dementsprechend freue ich mich, dass man eben in 4-5 Monaten die Geschichte komplett beendet hat. Und sie sieht wirklich super schön aus. Wenn ihr euch das mal auf Amazon zum Beispiel anguckt, da kann man schon sich so ein Bild anzeigen lassen von den 3 Rückteilen sozusagen. Und dann gibt es da eben ein rotes Band, das für die Geschichte eine große Rolle spielt. Und werde ich aber nicht verraten, dass sich um diese 3 Bücher schlingelt. Müsst ihr euch mal anschauen. Ist super, super schön. Hinter dem Pseudonym steckt Christine Lehnen, Baujahr 1990. Eigentlich, glaube ich, in Deutschland geboren. Ist aber auf der ganzen Welt unterwegs und schreibt ihre Bücher tatsächlich in englischer Sprache.
und hat auch eine Übersetzerin. Das hatte mich so anfangs gewundert, wo ich dachte, wieso Übersetzerin, wenn das eine Deutsche ist? Aber scheinbar fühlt sie sich in der englischen Sprache sicherer und besser. Und ich bin auch sehr gespannt, sie zu treffen und sie danach ein bisschen auszufragen. Sie hat auch schon einen Literaturpreis der Jungen Akademie Europas bekommen für Kurzgeschichten, die sie geschrieben hat. Also man merkt, da ist auf jeden Fall Schreibtalent dahinter. Bei der Pelle-Saga handelt es sich um eine etwas ältere Jugenddystopie. Und ja, man hat das Gefühl, man hat alles schon gelesen, es ist alles an Geschichte schon ausgelutscht. Nein, definitiv nicht. Ich bin ja ein großer, großer Dystopien-Fan, wie man dann ja auch am nächsten Buch im Grunde merken wird. Und seit Panem habe ich ja gefühlt mehr oder weniger alles versucht zu verschlingen, was mir gefallen hat. Es gibt dazwischen sehr viel Mist, das muss ich absolut sagen. Und man ist da ein bisschen vorsichtig geworden und überlegt schon 2-3 Mal. Aber die Geschichte klang einfach unglaublich spannend. Denn es ist 26 Jahre her, dass die Berührung nackter Haut in Großbritannien für gesetzeswidrig erklärt wurde. Das heißt, die Menschen müssen sich bedecken, sie tragen im Grunde Jacken, Mäntel, die wirklich einen Kragen haben, die wirklich alles bedecken, was man hat. Frauen und auch Männer tragen Handschuhe und es darf im Grunde sich nicht mehr berührt werden. Denn vor 26 Jahren hat man Menschen entdeckt wie unsere Protagonistin Rhea. Und Rhea und ihresgleichen können eben durch die Berührung in den Geist des anderen Menschen eindringen, nicht nur die Gedanken lesen, sondern die Gedanken und Erinnerungen auch verändern. Und aus diesem Grund, da man nie sicher sein kann, wer das ist, wie das so funktioniert, weist man eben alle an, dass man sich nicht berühren darf. Und diese besondere Gabe, die es ja eigentlich irgendwie ist, darf eben nicht verwendet werden und man darf sich wirklich, ich glaube, nicht mal berühren, wenn man verheiratet ist. Also es gibt, ich glaube, tatsächlich nur noch zur Fortpflanzung die körperliche Berührung und ansonsten eben gar nichts mehr. Es gibt keine Küsse mehr, keine Umarmungen, keinen Handschlag mehr, nichts. Und wir treffen eben auf Rhea, die zusammen mit ihrem Bruder ursprünglich aus den USA kommt und aber dann aus verschiedensten Gründen, die uns erzählt werden, im Grunde nach England ausgewandert ist und dort so allerhand Dinge treibt, unter anderem Straßenkämpfe. Und sie merkt bei dem aktuellen Straßenkampf, bei dem wir sind, dass sie beobachtet wird und hat so ein bisschen Angst, dass ihr Geheimnis eben entdeckt wurde und dass sie da demnächst im Grunde geliefert ist. Und sie fühlt sich beobachtet, fühlt sich beängstigt, versucht ihren Bruder so ein bisschen außer Landes zu bekommen, der nach Frankreich möchte, weil er Violine spielt. Und eines Tages steht dann tatsächlich hier eine Wache und nimmt sie mit in den Palast. Denn sie soll aufgrund ihres Könnens als Straßenkämpferin den Kronprinzen beschützen und im Grunde vorgeben, dass sie seine neue Geliebte ist, die zukünftige Kronprinzessin, wenn man so möchte, also die den Kronprinzen heiraten soll und das eben so als Tarnung verwenden soll, denn es tut sich etwas in diesem Land und Winter ist nah und Winter ist hier die rebellische Gemeinschaft und hier verfolgen wir eben so ein bisschen den Weg von Rhea und wie sie sich da so am Königshofe fühlt und was da so passiert. Denn natürlich kann sowas nicht wirklich gut gehen. Und wenn man in einer Jugendbuch-Dystopie ist, ist auch eine Liebesgeschichte nicht weit. Und das ist für mich so wieder mal der Kritikpunkt, dass ich das Buch grandios fand, bis diese Liebesgeschichte eintritt, beziehungsweise auch noch gar nicht, als sie anfängt, sondern als es etwas gibt, was ich so nicht okay finde. Und wo ich mir denke, ja, man könnte jetzt sagen, ich interpretiere da zu viel hinein. Ich mich aber nicht wohl dabei fühle, dass es vielleicht 12, 13, 14-Jährige lesen und ich mir denke, haha, hätte man das nicht irgendwie anders machen können. Es könnte jetzt sein, dass es zu weit gespoilert wäre, wenn ich das erzähle, aber ich möchte einfach sagen, dass ich an diesem Moment ein komisches Gefühl hatte und die Geschichte so für mich so einen Hauch darunter gelitten hat, dass ich das wusste, also dass uns das erzählt wurde, dass ich das mitgenommen habe und in die Beziehung unseres Kronprinzen und Prinz Robin und unserer Rhea so ein bisschen hineingebracht habe. Es war spannend, es war packend, es war eine geile Dystopie, es war
Fantasy, die ich grandios fand, wieder ein tolles, etwas erwachseneres Jugendbuch-Fantasy, was ich ja tatsächlich in letzter Zeit unglaublich gerne lese, was mich mitnehmen kann, was tolle Charaktere hat, was eine tolle Protagonistin hat, was auch die Nebencharaktere toll darstellt, tiefgründig zeigt, Entwicklungen zeigt und einen mitnimmt, der die Welt wunderbar beschrieben hat, man förmlich die Luft gerochen hat, die Plätze gesehen hat, den Palast vor Augen hatte und eben auch immer dieses besondere Gefühl von Seide fast auf seiner eigenen Haut gespürt hat. Es war großartig erzählt. Ein wahnsinnig flüssiger, moderner, schneller, toller Schreibstil. Dennoch mit den ein oder anderen langsameren Momenten, was eben für mich auch so ein bisschen High Fantasy ausmacht, dass man eben innehält und die Welt auch wirken lässt. Denn ich als Leser kann nicht nur von Moment zu Moment geschmissen werden. Ich muss auch in so einem Moment drin bleiben dürfen und das so einfach kurz genießen dürfen und mich mitnehmen lassen. Und das passiert in dieser Geschichte wirklich perfekt. Ich finde wirklich, dass es wieder großes, großes Kino war, was diese ganze Gestaltung angeht, was diese Welt angeht, diese Idee, was über diese Berührungen passiert und was dann eine Gesellschaft, eine Politik dagegen tut, wie man aus dieser Nummer der Berührungen rauskommt, wie man Menschen dazu bringt, dass eben Berührungen böse sind und ach, einfach großartig, wirklich großartig, hat mir unglaublich gut gefallen. Besonders gut hat mir als Nebencharakter Ninon gefallen, das ist die Gräfin aus Orléans. Ja, denn sie hat mich so ein bisschen an Effi aus Tribute von Panem erinnert. Sie war tough, sie wusste, was sie will, sie war elegant, sie war stilsicher und sie hilft eben auch unserer Rhea tatsächlich ganz, ganz gut. Und ich hatte so ein bisschen Effi so vor Augen und dachte mir, Mensch, toll, dass diese Art von Charakter, die ja ein bisschen spezieller ist, trotzdem mal immer wieder mal auftaucht, nicht im Sinne von 1:1 kopiert, das überhaupt nicht, aber so wie dieser Charakter agiert, das fand ich großartig. Ich fand es eine Bombenstory, ich fand es einen ganz, ganz tollen Auftakt, ich bin total fiebrig auf Mai, dass es den zweiten Band geben wird und für mich hat dieses Buch auch Potenzial in meinem Regal zu stehen und das ist sozusagen jetzt die Überlegung für die Messe, ob ich mir den Band hole und dann auch gleich signieren lasse, wenn ich die Autorin schon treffe oder ob es Quatsch ist, sich jetzt wirklich, ohne zu wissen, wie die weiteren Teile sind, eine Buchreihe anzufangen. Mal gucken, ich bin noch unentschlossen, aber ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, wer Bird and Sword toll fand, wer Kuss der Lüge toll fand, wer vielleicht auch den ersten Teil von der Roten Königin, also ich mochte ja nur den ersten Teil, wer sowas gerne liest, der ist hier absolut richtig und ich finde auch, dass man eben mit Mitte 30 wie ich durchaus dieses etwas erwachsenere Jugendbuch lesen kann, genießen kann und sich mitreißen lassen kann und ich bin einfach hin und weg. Ein absolutes Highlight. Und auch, ja, das nächste Buch ist ein absolutes Highlight. Ich komme diese Woche aus dem Schwärmen nicht raus. Auch etwas Dystopisches, und zwar Sais, der Zorn der Gerechten von Neil Schusterman, ist der zweite Teil der Trilogie. Der dritte Teil ist laut Internet Frühjahr 18 geplant. Ich hoffe ja darauf, dass wir ihn vielleicht noch Ende des Jahres lesen können, denn auch der zweite Teil kam früher als erwartet. Ich glaube, geplant war er für Mai. Jetzt kam er sozusagen gestern raus, also 14. März. Und bei mir ist er eingezogen, ich glaube, am Freitag. Ich hatte direkt noch am Samstag überlegt, liest du? Dann kam aber ja der Popescu und ich glaube, es war gut, dass ich das so gemacht habe, dass ich mir hier so ein bisschen Druck gemacht habe, das Buch zu lesen und es auch zu beenden. Und ich habe es heute Mittag beendet. Ich war tatsächlich so verrückt und habe diesen Wälzer mit 560 Seiten mit mir herumgeschleppt und habe das Buch dann sozusagen unterwegs genossen, denn ich musste einfach wissen, wie es ausgeht. Bin nicht der große Coverkäufer, aber man muss dieses schöne Cover einfach genießen, denn von hinten sieht man Citra, unsere Protagonistin, eben tatsächlich von hinten und es ist wunderschön Gold. Den ersten Teil hatte ich ja gehört über Audible
Und das ist ja Bronze gehalten mit dieser düsteren Gestalt. Ich weiß gar nicht, ob das zweite Cover vielleicht hier irgendwie zu sehen ist. Nein, ich glaube nicht. Theoretisch war mal geplant, dass alle Bücher dieses Cover haben in unterschiedlichen Farben. Man hat sich aber, glaube ich, dann irgendwann einfach dagegen entschieden und hat dann dieses Cover gewählt. Und ich finde es toll, dass wir hier Sitra sehen, unsere Protagonistin, eine von der wir eben einen großen Erzählstrang auch erzählt bekommen, die wir auch aus dem ersten Teil bereits kennen. Und es ist jetzt nicht gespoilert, dass man das weiß. Leider gab es die Geschichte nicht als Hörbuch, zumindest bis jetzt konnte ich sie auf Audible nicht finden. Ich kann auf Amazon auch nicht sehen, dass da das Hörbuch irgendwie ausgeschrieben ist und finde das echt schade, weil der Sprecher Uwe Teschner, den ich hoffentlich Samstag sehe auf der Messe, hat es großartig gemacht. Ich fand es vorgelesen noch besser als selbst gelesen, also gefühlt. Aber um was geht es in Size? Ja, ich habe den ersten Band ja sehr, sehr gefeiert, denn es ist auch ein dystopischer Roman, der eben in einer Zeit spielt, die eigentlich eine Utopie ist, denn wir Menschen haben im Grunde herausgefunden, wie wir ewig leben können. Und da das natürlich nicht funktioniert und recht schnell klar wurde, irgendwie laufen wir der Überbevölkerung entgegen und die Ressourcen auf diesem Planeten sind eben nur begrenzt, hat man die Gilde der Size im Grunde ins Leben gerufen. Und das sind eben ausgewählte Männer und Frauen, die eine spezielle Ausbildung bekommen haben und die Menschen im Grunde tötet. Also sie spielen im Grunde tot oder sind der Tod dieser Zeit. Und das machen diese Gildemitglieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mancher genießt es zu töten, anderer tut es wirklich nur der Aufgabe wegen. Und wir treffen eben im ersten Teil auf Sitra, die wir hier eben auch sehen. Und die wird im Grunde als Lehrling aufgenommen bei einem meiner absoluten Lieblings-Size, ein Charakter, den ich großartig fand im ersten Teil. Sie steht im ersten Teil in Konkurrenz mit Rowan, denn beide haben den gleichen Ausbilder. Und werden hier im Grunde in die Size-Gilde eingebracht. Doch es gibt nicht nur die Konkurrenz zwischen den beiden Anwärtern, es gibt auch Konkurrenz zwischen den bereits älteren Size und dieser ganzen Gilde, die eben auch mit der Menschheit gefühlt so ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Und wir haben das allwissende System, das sich in das Size-Tum nicht einmischen darf, aber es indirekt vielleicht doch irgendwie gerne tun würde, auch wenn das nicht ganz gesetzeskonform ist. Der erste Band hat mich einfach nur geflasht. Und der zweite Band geht, glaube ich, ziemlich nahtlos weiter. Ein paar Monate liegen, glaube ich, dazwischen. Aber man ist sofort wieder drin. Ich habe keine 20 Seiten gebraucht, war ich durch die tolle Kunst von Neil Schusterman in der Geschichte drin. Ich hatte gleich wieder das düstere Gefühl, ich hatte gleich wieder das kribbelige Gefühl, ich war sofort wieder drin und ich habe mit Sitra und unseren Charakteren absolut mitgefiebert. Es ist eine Welt, die unglaublich groß ist, die episch ist, die durch diese Mischung von Utopie und Dystopie einfach grandios ist, die Anspielungen auf unsere Welt hat, die unsere Welt zeigt, die Schwächen darin zeigt, nicht nur die Menschen, sondern auch das ganze System hinterfragt und das auf so eine geile Art, wie ich sie selten in der Science Fiction gelesen habe. Es ist für mich einfach der absolute Hammer. Sprachlich dazu sehr ergreifend, packend, ausführlich, bildhaft, lebendig, modern, schnell. Aber auch hier in einer Phase, die ein bisschen ruhiger ist, eben einen auch nochmal mitnimmt, zur Ruhe kommen lässt, einen auch mal atmen lässt, einen die Bilder verdauen lässt, die man gerade entwickelt hat und einfach eine Welt, die dunkel ist und brutal ist. Und so ist unsere Welt eben einfach auch. Und ich bin einfach nur total begeistert von dieser Reihe. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Mir fehlen die Worte, um meiner Begeisterung Nachdruck zu geben, denn ich habe das einfach gefeiert. Ich habe in drei Abenden, in drei Abenden und halt die 50 Seiten heute noch, habe ich das verschlungen. Ich habe wirklich Abend gelesen, ich war total fasziniert. Ich musste ja ein bisschen parallel lesen, weil ich auch Palace of Glass lesen wollte, was eben für unterwegs durch das E-Book praktischer war. Wollte da aber dann auch mal wissen, wie es weitergeht. Und ich war einfach total im Lesefieber und das verdanke ich diesen tollen Büchern. Und Size war einfach grandios. Ich
Ich finde es toll. Ich liebe tatsächlich diese Welt, die so düster und dunkel ist, dass man nicht darin leben möchte. Aber diese unterschiedlichen Charaktere und dass man eben auch diese alten Sais kennenlernt, die die ganze Welt davon mehr erfährt als im ersten Teil. Es waren im ersten Teil noch so viele Fragen offen und im zweiten erfahren wir die Geschichte des Saistum, wie es dazu kam, was die Menschen dazu bewegt haben, so zu werden, wie sie sind, was das System bewegt hat, das perfekte, allwissende System, das zu tun und das zu werden, was es ist. Ich fand das großartig und ich habe zwei Dinge darin markiert. Eins fand ich grandios und zwar der Thunderhead, das ist dieses allwissende System, hat hier im Grunde eine Lücke entdeckt oder eine Mascherie, die ihm nicht gefällt. Und zwar geht es darum, um eine Widerling-Agentur, die man so vielleicht ein bisschen mit einer uns auch bekannten Agentur vergleichen könnte. Und ich fand diesen Abschnitt so spannend. Und ich spoilere nicht, wenn ich das vorlese, aber einfach, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie kritisch Neil Schusterman Dinge hinterfragt. Und das so auf unsere Welt auch passt. Und zwar geht es also, auch wenn das Amt für Widerling-Angelegenheiten ineffektiv erscheinen mag, hat der Wahnsinn, den es erzeugt, durchaus Methode. Kurz gesagt, Widerlinge haben das Bedürfnis, das System zu verachten. Um das zu ermöglichen, habe ich ein System geschaffen, das hassenswert ist. Es ist völlig unnötig, dass die Leute eine Nummer ziehen und lange warten müssen. Nicht einmal ein Aufnahmebeamter wäre notwendig. Alles ist so gestaltet, dass die Widerlinge den Eindruck bekommen, das System würde ihre Zeit verschwenden. Die Illusion der Ineffektivität dient dem speziellen Ziel, eine Verärgerung zu erzeugen, die den Widerlinge miteinander verbindet. Und wem das jetzt nicht zum Beispiel ans Arbeitsamt erinnert, ich weiß nicht, ich hatte mich sofort daran gefühlt, dass man ein Bild erschafft, das Menschen hassen können, verachten können, darüber fluchen können und dass sie das zusammentun, verbindet sie und sie verachten es noch mehr. Ich fand es einfach Hammer. Ich bin absoluter Fan dieser Reihe. Ich bin so heiß auf den dritten Band und freue mich mega, wie diese Reihe endet, was uns noch erwartet. Und der zweite Teil hat auch ganz gemein geendet. Und ich freue mich. Ich freue mich und bin jetzt schon total heiß auf diesen Teil und freue mich auch. Ich freue mich heute ein bisschen viel, Neil Schusterman zu treffen. Und mir das Werk dann auch signieren zu lassen. Und wenn ich tatsächlich auch noch Uwe Teschner treffe, der ja unter anderem auch die Synchronstimme von Boromir oder Ned Stark, also Sean Bean ist und eben den ersten Teil sprach, hätte ich gern auch eine Signatur in diesem Buch. Den Wälzer schleppe ich mit mir durch die Messe. Haltet mich für verrückt. Ja, ich bin das definitiv. Und dann kommen wir zum Hörbuch, das leider diese Woche ein bisschen kurz kam. Und zwar die Wege der Macht, der fünfte Teil der Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Ich habe leider erst so circa 5 Stunden von 15 gehört, was wirklich nicht viel ist. Aber wenn ihr jetzt gesehen habt, was ich gelesen habe, ich hätte nicht auch noch hören können. Es tut mir tatsächlich leid. Aber ich glaube, dass ich nächste Woche einen leichten Buchmesse-Hangover haben werde und dann vielleicht mehr hören werde als lesen. Das war mein Koffer. Eine Katze ist draufgesprungen. Ist nicht schlimm, war noch nichts drin. Dementsprechend wird es nächste Woche ein bisschen mehr zu erzählen geben. Ich wollte es aber euch nicht vorenthalten, dass ich nach wie vor natürlich im Bann der Clifton-Saga bin und mich wirklich auch sehr, sehr freue, ja, hier ein Bild runterzuwerfen. Ich mich sehr freue aufs Weiterhören und natürlich dann auch Teil 6 und Teil 7 zu hören. Ich denke mal, in meiner Urlaubswoche, die ja vor Ostern ist, werde ich wahrscheinlich dann so alles gar wegsuchten, was es hier so ein bisschen zum Hören gibt. Und ich höre jetzt hier erst 4 Wochen, glaube ich. Oder 3? Ich weiß, ich habe den Überblick verloren. Und ich liebe diese Reihe. Ich liebe diese Saga und ich weiß noch nicht, wie es mal sein soll, wenn es die Reihe nicht mehr gibt, weil ich sie gelesen habe. Ich habe bei Roman gelesen, es ist ein ganz lieber Zuschauer, der, glaube ich, bei Lovely Books geschrieben hat. Er erwartet jetzt, dass das Hörbuch zur Serie verfilmt wird, weil er will sich nicht verabschieden von dieser Geschichte. Und das kann ich absolut nur unterschreiben. Ich könnte mir das auch echt toll vorstellen als Serie. Bisschen problematisch könnte es werden, dadurch, dass man ja pro Band
circa 6, 8 Jahre hat, das natürlich mit den Schauspielern so richtig zu machen, ohne vielleicht einen Austausch vorzunehmen. Aber ja, jetzt kommt die Kuschelmaus, die den Koffer vermutlich runtergeworfen hat und jetzt der Meinung ist, sie kann sich ein bisschen einschleimen, was auch ganz gut klappt. Ja, meine Mäusen sind natürlich gut versorgt. Meine Eltern wohnen ja mit im Haus und dementsprechend muss man sich da keine Gedanken machen. Sie müssen nicht 3 Tage hier verhungern oder das muss auf keinen Fall sein. Hier wird sich liebevoll um meine Katzen gekümmert und wahrscheinlich geht es ihnen dann sogar besser, als wenn ich da wäre, weil Leckerli hier und Leckerli da und na, ich sehe schon, du hast ja dann hier alle unter Kontrolle. Ja, das zu den Büchern der Woche. Ach, laute Begeisterung ströme. Ich fand die Woche wirklich geil. Also auch der ganze Monat bisher hat gefühlt fast nur Highlights, bis auf 1, 2 Bücher, die eher so nur okay und sehr gut waren. Aber es ist wirklich bisher super gelaufen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Monat. Dann ist diese Woche, das möchte ich euch noch zeigen, etwas bei mir eingezogen. Und zwar 2 neue Funkos. Und den einen habe ich schon gepostet. Und zwar ist das Ned Stark. Also aus Game of Thrones. Sean Bean sozusagen. Und ich finde es total gruselig, wie wenig es braucht, damit ein Charakter aussieht, wie er aussieht. Und man fragt sich, sieht der Funko aus wie ein Mensch oder wie einfach wie Funkos? Ich kann es noch nicht sagen. Ist mein erster in Echtgröße Funko sozusagen. Ich habe schon einen kleinen John Schnee, der eigentlich so eine Schlüsselanhängergröße hat, der bei mir aber ohne Schlüsselanhänger im Schrein sozusagen steht. Ich habe lange überlegt, wer könnte mein erster Funko aus Game of Thrones werden. Hatte mit Oberyn Martell geliebäugelt, den ich ja absolut liebe in der Serie. Der ist leider unglaublich teuer, beziehungsweise auch ganz schwer zu kriegen. Und dann habe ich natürlich mit Samwell Tarly geliebäugelt, weil ich die Rolle, den Charakter großartig finde. Aber es ist dann doch Ned Stark geworden und ich bin total verliebt in diesen kleinen süßen Funko. Und dann ist bei mir, ja, ein weiteres Mitglied der Weasleys eingezogen und zwar eine auf dem Besen fliegende, ja, Ginny Weasley. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Also sie hat natürlich einen Ständer dabei, auf dem sie dann im Grunde auch fliegend sozusagen sitzt, ne? Ich glaube andersrum. Und ich fand sie großartig. Ich bin ja ein Fan der Weasleys. Ich habe ja auch schon Fred und George und ich habe auch Ron. Und ich habe sie gesehen und ich bin in den Büchern ein sehr, sehr großer Ginny-Fan. Gerade so nach dem zweiten Teil, wo sie dann so ein bisschen auftaut und wirklich Charakter bekommt und wir halt auch mit ihr so ein bisschen erwachsen werden, fand ich sie großartig. In den Filmen bin ich jetzt nicht der größte Fan, was vielleicht auch an der Schauspielerin irgendwie liegt, mit der ich nicht so recht warm wurde, aber ich fand, sie musste mit. Und es gibt auch einen fliegenden Ron, der auch auf dem Besen sitzt, der einen Helm auf hat, aber ich werde mir wohl keinen Harry Potter Charakter doppelt kaufen, den ich eben schon da habe, dann in einer anderen Form, weil ich finde dann lieber so ein bisschen die Reihe vervollständigen, insofern man so sammeln möchte, aber ich finde sie einfach großartig und ich freue mich, dass die beiden bei mir eingezogen sind. Ich habe meine Funkos bei Amazon bestellt, da bestelle ich gefühlt eigentlich alle, weil man da wirklich auch oftmals Schnäppchen bekommt. Ich glaube, Ned Stark hat 9 Euro gekostet und Ginny, glaube ich, 11. Also wirklich absolut in Ordnung von den Preisen. Und ich finde das einfach toll. Es hatte mich auch letztens jemand gefragt, ob das hier Dorothy und Sophia von den Golden Girls sind. Ja, das sind sie. Und ein bisschen weiter oben steht auch Blanche und Sophia. Und hier links sehen wir natürlich Sherlock und Watson. Und ich bin einfach so ein kleiner Fan. Es muss nicht immer alles irgendwie gefühlt sein, aber ich finde so 1, 2 Mal im Jahr kann man durchaus sich auch 2, 3 Funkos, wie man es auch immer aussprechen möchte, durchaus bestellen, kaufen und dann auch seinen Spaß haben. In meinem Auto baumelt am Spiegel eine kleine Ariel, die ich total niedlich finde, die habe ich in Berlin letztes Jahr mitgenommen und die erinnert mich natürlich jetzt auch immer an die schönen Tage in Berlin, die wir hoffentlich in diesem Jahr dann auch wieder so ein bisschen noch wiederholen werden und ja, Leute, ich glaube, das war's jetzt von dieser Woche. Serientechnisch nichts gesehen, filmtechnisch nichts gesehen, nichts anderes gemacht als gelesen gefühlt und das Lesen wirklich genossen. Und das sind wirklich so Wochen, wenn man eben 2, 3, 4 tolle Bücher hintereinander, nebeneinander wegliest, wo man merkt, wie viel Spaß einen das bringt und dass es das Richtige ist, was man sich als Hobby ausgesucht hat und ja, ich einfach totaler Fan bin und vom Lesen und auch von den Büchern und ich mich jetzt natürlich freue,
auf die Buchmesse. Wir uns ja vielleicht tatsächlich auch, der ein oder andere, wir uns dort sehen und danach vielleicht auch ein bisschen miteinander darüber schwatzen können. Und schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wie ihr den Vlog vielleicht am liebsten seht, wie ihr das bei anderen findet. Lieber kurz, lieber mit Sprechung, mit Musik oder einfach nur in die Menge so ein bisschen Eindrücke gehalten. Vielleicht mache ich da auch irgendwie eine Mischung draus. Schreibt mir das gerne mal. Ich bin ja jetzt nicht der Vlog-Profi. Das sind ja so meine Anfänge und da gucken wir einfach mal, dass wir da was Schönes zusammenbauen und ja, dass ihr dann auch einen kleinen Eindruck einfach habt, was ich so gesehen habe, erlebt habe, was mich begeistert hat. Ich hoffe, dass mich alles begeistert und ich hoffentlich morgen auch gut durchkomme. Morgen früh, ich fahre ja schon um 6:30 los und ja, also es ist ja schon alles passiert. Ja, das sagt jetzt Steffi zu der Zukunft, Steffi sozusagen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche, mit der Euphorie meines Erzählens. Vielleicht habt ihr ja auch tolle Bücher gelesen. Auch darüber würde ich mich natürlich in den Kommentaren freuen. Es wird ein Weilchen dauern, bis ich die Kommentare wahrscheinlich diesmal beantworte. Ich hinke sowieso ein bisschen nach. Ich werde das nicht an dem Wochenende irgendwie schaffen, aber ich versuche es dann nächste Woche oder spätestens in meiner Urlaubswoche aufzuholen. Also wundert euch nicht, wenn ich auf Mails oder Nachrichten jetzt nicht ad hoc irgendwie reagiere. Es kann jetzt einfach sich alles ein bisschen verzögern, aber ich bin im Messemodus und so muss das auch einfach sein und man muss eben auch einfach in dem Moment sein, wo man jetzt ist und das versuche ich diese 3 Tage wirklich sehr intensiv zu machen. Das jetzt von mir. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, vielleicht auch einen schönen Tag auf der Buchmesse. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.